So, wie versprochen, ja, hänge ich natürlich jetzt noch ein Video dran von dem schönen Wagen. Ja, der Suzuki Baleno, damit ihr den einmal richtig schön gesehen habt. Ja. Und wie gesagt, er ist wie aus dem Prospekt. Und ja, mit den Leisten hier vorne, das seht ihr hier, na, das hatte die erste Generation mit den Scheinwerfern, also das Facelift-Modell. Ja. Und also sie sind wirklich original, nicht irgendwie nachgerüstet oder so. Ne? Die Cool-Edition mit den Original-Radkappen. Ja, Leute, er muss tatsächlich mal wieder sauber gemacht werden. Ne? Und ja, das ist er dann von innen. Die Ablage in der Mittelkonsole ist nicht original. Ne? Und ja, das soll aber nochmal geändert werden. Und ja, von hinten haben wir ihn auch noch mal ganz schick. Ne? Kofferraum schauen wir mal gleich an. Ja, aber wirklich überall wie neu. Ja? Gut, ich meine, hier hat er eine kleine Ecke. Ja, hier, durch den Vorbesitzer mal gekriegt. Da müssen wir definitiv mal ran. Ne? Und ja. Sonnenrollos sind natürlich auch nicht Serie, ne? Die haben wir nachgerüstet. Andere Seite hat er auch eine kleine Ecke. Ja, da hat er auch mal vom Vorbesitzer einen kleinen gekriegt hier. Ja, hier sieht man es noch ein bisschen. Ne? Ja, meine Güte, ja, gibt Schlimmeres. Ja, im Kofferraum sieht er so aus. Ne? Dass er, ja, muss mal gefettet werden. Hier der Grünspan, den müssen wir auch mal entfernen hier. Das kam jetzt so über den Winter. Ja, hier ist nichts. Ne, hier auch die kleinen Rostflecken, das ist alles noch nicht durch. Sehen wir ja auch hier nochmal entlang. Ja, auch hier. Da müssen wir den Originallack mal besorgen. Und dann können wir da auch gut rüber. Wobei das hier, glaube ich, noch grau ist. Das heißt Grundierung. Ja. Ja, ein bisschen Chaos haben wir natürlich drin, ist klar, ne? Müssen wir mal wieder aufräumen und dann haut das hin. Ja. Na, und von hinten natürlich auch hier mit den schönen Taschen hier in eine, an der Sitze dran und ja, für drei Leute hier zugelassen. Achso, was ich noch zeigen wollte, wenn man jetzt mal den Sitz nimmt und einfach mal nach vorne klappt, ja, dann ist das hier die Wand, die ich meine, die Ecke hier. Ja, ihr seht, dann habt ihr hier ein bisschen Einbuße im Platz. Ja. Aber sonst geht's. Jo. Ja. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr den auch nochmal vom Motor ein bisschen hören? Ich meine, sehen könnt ihr den auch, das ist nicht das Problem. Ich muss mal eben kurz gucken, wo das ist hier. Ja. Kriegen wir natürlich alles hin. So. Muss ich nur noch den richtigen hier finden. Was gar nicht so einfach ist hier mit einer Hand. Na. Moment. Jetzt habt ihr gerade Standbild. Ah, jetzt. Ist das eine schwere Motorhaube? Ja, hier, ne? Da hat er auch ein bisschen Flugrost. Meine Güte. Hier habe ich auch erwähnt, ja, das sind die sogenannten Flachpol-Batterien. Ja. Hier mit den Rundpolen, ne? Und ja, das sind diese original japanischen, was ich sagte. Ne? Und ihr seht, der ist wirklich trocken. Da gibt es nichts zu meckern. Ne? Wenn hier sieht er zwar aus wie feucht, ist er aber gar nicht. Ne? Ja, Klima, ja, ich sag mal, das ist auch so ein bisschen, naja, okay. Ne? Hier können wir jetzt nicht so direkt reingucken, weil dazu müssten wir hier alles auf eine Seite räumen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten steht er gut da. Ne? Hier Zahnriemenwechsel wurde gemacht bei 58.000 und. Also da ist er im Grunde überfällig mit. Na? Ja.
Bremsflüssigkeitswechsel allerdings auch. Ah, hier, Suzuki Motor, ne, das Typenschild. Ne? Also ihr seht, ja, er ist nicht original für Deutschland, glaube ich. Ja. Und ich denke, das spricht Bände. Jo, so. Also an dem Auto läuft eigentlich alles. Hier hat er ein paar kleine Steinschläge. Ja, das muss auch mal behoben werden. Ne? Aber ansonsten steht er wieder top da. So wie er soll. Ne? Hier haben wir auch eine kleine Ecke, ne? Wo hier der Lack irgendwie abgegangen ist oder irgendwas draufgekommen ist, was eben nicht wieder runter geht oder so. Müssen wir mal gucken. Hier ist, das ist eine Kleinigkeit, ja. Aber das ist jetzt nicht alles TÜV-relevant, ne? Ja, dann wollen wir mal hören. Hier haben wir nochmal einen Aufkleber bezüglich der Reifen, ja. Und da ist nichts auf Deutsch, ja. So, dann setzen wir uns doch mal eben rein. Ne? Reingequält. Hier ist zum Beispiel, Moment, ich muss mal eben meinen Schlüssel suchen. Ja. Kalt. Kalt. So, ja, hier ist jetzt das Lenkrad, was ihr hier seht. Ja. Und er springt sofort an, wie ihr hört. So, hier haben wir zum Beispiel den Hebel für die Scheibenwischer-Intervallschaltung. Ja, dann können wir hier natürlich ändern. Und wir sehen dann auch eine Veränderung, wenn es jetzt regnen würde, in der Geschwindigkeit, wann er schaltet. Ne, Radio ist natürlich nicht original. Ja, Handschuhfach ist klar. Ne. Dann, was ich ja auch mal hier oben erwähnt hatte, an der Sonnenblende. Ja, hier haben wir einen Kosmetikspiegel drin. Ja. So. Ja, nach hinten raus kennt er ja. Na, das seht ihr ja öfter bei mir in den Videos. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen hier vorne gleich auf dem Parkplatz wieder rauf. Na, also ich finde, man hört ihn kaum. Na, und wenn er jetzt eine Weile steht, dann ja, dann ist klar, dann schaltet er auch den Lüfter mit ein, also den Ventilator. Ne? Weil es klar, ab einem gewissen Punkt öffnet das Thermostat und dann muss er halt runterkühlen. Ne? So, also macht alles, was er soll. Mittlerweile hat er 148.278 runter. Ja, dann haben wir hier noch eine Einstellmöglichkeit hier für den na, für den linken und rechten Außenspiegel. Dann haben wir hier Nebelschlussleuchte, ja, und Leuchtweitenregulierung. Na, und hier haben wir dann hier, na, Doorlock, ist klar, ja, hatte ich ja erklärt. Na, mit einem Griff könnt ihr alle Türen verriegeln. 4 elektrische Fensterheber und selbst die könnt ihr nochmal sperren. Ja, dann könnt ihr zwar euer Fenster runter machen, aber die anderen nicht. Ne? Also ihr habt immer freie Hand. Dann können die da nämlich an den Hebel drücken, wie sie lustig sind. So. Ja, das wäre nochmal der Spiegel. Ja, der ist hier im unteren Rand nicht mehr so schön. Ja, auch hier oben lässt er schon langsam nach. Der müsste mal neu. Und hier haben wir dann diesen Steg hier zwischen, das sah aus, als wenn der ein bisschen, ja, als wenn er nicht dazugehört. Ja? Und man sieht auch, dass das Glas langsam am Rand milchig wird. Ne? Das heißt, irgendwann muss man eine neue Frontscheibe rein. Noch geht es. Ja?
Gut, ja, hier haben wir dann noch eine Uhr, Handyhalter, kennt ihr, ne, Warnblinkanlage hier, ne, Heckscheibenheizung, ist klar. Hier den Getränkehalter, ne, 1A, ne, also wirklich original, hier den Aschenbecher, unbenutzt. Ne, dann, ja, Blinkerhebel kennt ihr ja, ne, für Licht und Co. Ne, nicht mal hier ist irgendwas auf Deutsch dabei. Aber das ist ja von den Japanern bekannt. Ne? Und wenn irgendwas ist oder so, das ist wie beim Golf, könnt ihr sagen, da braucht er nur jo, Kreuzschrauben. Ne? Also ideal. Gut, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und jo, ich werde es euch gerne beantworten. Also, bleibt mir wohlgesonnen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.